Ein mächtiges Erdbeben erschütterte Japan und löste Panik und Chaos in verschiedenen Teilen des Landes aus. Die Dimension dieser Naturkatastrophe war so gewaltig, dass Gebäude erzitterten und der Boden unter den Füßen der Bevölkerung aufbrach. Die ersten Momente nach Beginn der Erschütterungen waren von Verwirrung geprägt, mit Hunderten von Menschen, die in einem verzweifelten Versuch, zu entkommen, durch die Straßen rannten. Die Behörden riefen sofort den Ausnahmezustand aus und leiteten groß angelegte Rettungs- und Hilfsaktionen für die Opfer ein. Zahlreiche Gebäude und Infrastrukturen wurden zu Trümmern, was eine massenhafte Evakuierung von Gefahrenzonen erzwang. Die Zahl der Verletzten wurde im Hunderte gezählt und steigt weiter, da immer mehr Opfer gefunden werden. Das Erdbeben löste auch starke Nachbeben aus und schuf gefährliche Situationen für diejenigen, die in den Gebäuden eingeschlossen waren. Die Rettungsteams arbeiten unermüdlich, Tag und Nacht, um Menschen zu lokalisieren und zu befreien, die unter den Trümmern eingeschlossen sind.